Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich sitze hier mit einem Mann, den viele Leute als Bauchi kennen, aber inzwischen nennt er sich Liu, der Urlauber. Das musst du jetzt mal erklären, Bauchi. Warum heißt du jetzt nicht mehr Bauchi oder was hat sich da verändert? Ja, das hat zum Jahreswechsel hat's bei mir einen kleinen Vorfall gegeben, wo ich quasi noch mal richtig volle Pulle in eine Wand gerannt bin. Ne, es hat ein wenig wehgetan und war letztendlich für mich ein guter Anreiz, nochmal über die Reste meines Egos nachzudenken. Und das war halt auch das, was da halt eben noch irgendwie nicht so ganz in Ordnung war bei der Rolle des Bauchi. Ne, das waren Erzähl so vielleicht erstmal, Probleme. warum überhaupt Bauchi? Du hast gesagt, Also weil du viel aus dem Bauch heraus ja, genau. entscheidest. Also Hat ja nichts mit dir zu tun. für mich ist das einfach nur eine Technik, die ich anwende. Und zwar ist das so wie Mantren beten. Ich habe halt das Bauchi kam halt irgendwie schon so ein bisschen noch aus alten Tagen, wo es wirklich mit Wampe zu tun hatte. Und wurde aber irgendwann für mich halt eben ein sehr wichtiges Wort, weil es für mich dann irgendwann die Abkürzung für Bauchmensch wurde. Und als ich dann irgendwann mal begriffen habe, dass ich so viele Probleme in meinem Leben nur deswegen hatte, weil ich so wenig auf meinen Bauch gehört habe, sprich auf mein Inneres und stattdessen viel mehr auf meinen Kopf, der letztendlich wiedergegeben hat, was von draußen kam, war das für mich einfach nur eine Möglichkeit, mich dadurch, dass ich mich selber als Bauchi identifiziere, eine Möglichkeit, mich jeden Tag mehrfach selber daran zu erinnern, wem ich zu folgen habe. Und wie gesagt, das war so ein bisschen unglücklich auch, da war der Bauchi auch nicht sehr glücklich drüber, weil es halt eben der Bauchi noch war. Ich bin heute nach wie vor immer noch ein Bauchi, aber eben nicht mehr der Bauchi. Da gab es ja auch immer wieder diese Problemchen mit dieser Guru-Rolle, die man mir dann immer wieder versucht hat anzuhängen. Ne? Und das hat sich dadurch letztendlich jetzt auch erledigt. Das Ding war halt, dass ich aber als Bauchi immer noch einen gewissen Druck hatte. Ne? Ich habe irgendwann mal rausgefunden, gewisse Sachen, wie man es quasi hinbekommen könnte, wenn denn mal alle zuhörten und ich es dann auch mal einfach öffentlich machen könnte, dass wir im Prinzip durchaus in der Lage sind und alle Möglichkeiten, um das umzusetzen, vorhanden sind, dafür zu sorgen, dass innerhalb von einem halben Jahr auf diesem Planeten kein Mensch mehr hungern muss, keiner mehr leiden muss, dass man letztendlich sich mal eine grenzenfreie Lebens-, einen grenzenlosen Lebensraum schaffen kann, indem man halt nämlich Grenzen wie geologische oder politische Grenzen, vor allen Dingen aber finanzielle Grenzen einfach mal abschafft, einfach mal wirklich links liegen lässt und sich auf das Machbare konzentriert, um all das zu machen, was das Geld letztendlich verhindert oder was Reisemöglichkeiten verhindern, dass man halt überhaupt gar nicht dahin kommt, wo man tatsächlich was machen könnte, weil man weiß, dass es eigentlich sinnig ist. Und der Bauchi hatte halt irgendwie auch immer noch diesen Job. Ne? Er war Weltfriedensinstallateur. Das mache ich natürlich heute auch noch, aber ich sehe das nicht mehr als meinen Job an. Es ist dieser Leistungsdruck einfach nicht mehr da, den ich mir selber früher auferlegt habe. So, und ich arbeite seitdem auch nicht mehr. Ich bin halt jetzt Berufsurlauber. Ja, deswegen Leo der Urlauber, Leo okay. Urlauber. Das ist auch wieder einfach nur ein Charakter, den ich mir in meinem Spiel, ne, das ich spiele ja eigentlich die ganze Zeit First Life. Ne, ich brauche halt nicht irgendwie ein Computerspiel, um das zu tun, was ich machen würde, sondern ich mache es Second halt Life halt, eben ja. im First Life. Ne? Und ja, genau, Second Life wäre das dann so. Und das ist halt das, wo ich mir denke, das ist offensichtlich reizbar für Leute, die in ihrem Leben, in ihrem First Life auch was gänzlich anderes machen, als das, was sie eigentlich gerne machen würden. Geht uns ja eigentlich allen so. Wir sind ja alle Richtig, gezwungen, ja. oder wir haben uns selber eine Position gebracht in einem Spiel, wo wir uns gezwungen fühlen, eine Rolle zu spielen, und wenn Genau. es nur die ist, eines ordentlichen Und so, Arbeitgebers genau, und so versuchst du Nehmers immer und jemand zu sein Steuerzahlers für und, ja, irgendjemand anders, genau. damit du die Anerkennung bekommst und so. Und das
brauche ich halt irgendwie mittlerweile nicht mehr, weil ich mich halt eben selber anerkennen kann. Meine Anerkennung reicht mir. Aber das eckst du da nicht dann viel auch an mit Behörden und so weiter? Und wenn die meisten Leute haben doch das so, dass eben alles irgendwo Geld kostet, wenn du tankst oder wenn du irgendwo hinfahren willst, kostet auch alles irgendwo Geld. Wie kann man das denn lösen? Trennst du dich total vom Geld oder sagst Nein. du, okay, Geld ist halt noch da, aber es ist nicht. Da hat der Bauchi sich immer ein wenig unglücklich ausgedrückt. Leo erzählt das anders mittlerweile, also ganz explizit auch anders. Ich distanziere mich auch von vielen Sachen, die Bauchi gesagt, die ich, also ne, wie gesagt, das war natürlich ich, aber ich entwickle mich ja auch weiter. Ja. Und ich lass mich einfach nicht festnageln auf Dinge, die ich letztes Jahr gesagt habe. Seit letztem Jahr habe ich ein ganzes Jahr dazugelernt. Ja. Und meine Meinung ändert sich permanent, deswegen ist mir die auch selber gar nicht so wichtig. Und das sind halt so Sachen, wenn du jetzt sagst, wie kann man all das machen ohne Geld? Ohne Geld bedeutet für mich letztendlich, ohne dabei dem Geld hinterherzulaufen, ohne dabei in eine Situation zu kommen, wo ich das, was ich eigentlich machen möchte, nicht machen kann, weil ich die Zeit, die ich damit eigentlich verbringen müsste, mit dem Geldverdienen beschäftigt bin und deswegen hier auch nicht weiterkomme. Wenn ich jetzt halt erkenne, dass das Geld letztendlich eigentlich immer wieder ein Umweg ist, beziehungsweise tatsächlich eine Barriere, ne? Also in meinem Leben ist das definitiv so gewesen, dass das Geld in 99,999% aller Fälle verhindert hat, dass ich an irgendwas drankomme. Die Leute da draußen tun immer so, als würde man nur mit Geld irgendwo drankommen. Ja, dabei ist es eigentlich genau umgekehrt. Es gibt das Geld verhindert meistens. Eine wunderschöne Geschichte von so einem japanischen Angler oder Fischer, der sitzt irgendwo am Deich und hält die Angel ins Meer und dann kommt so ein Geschäftsmann und sagt, ich kann Ihnen ein super Geschäft anbieten, erzählt und ganz toll und Sie können so viel Geld verdienen und in ein paar Jahren haben Sie so viel Geld und dann fragt der Fischer da, ja und was habe ich davon? Ja, dann können Sie entspannt am Kai sitzen und angeln, ne? Und er sagt ja, Entschuldigung, das mache ich, ne? Also im Grunde haben wir viele Umwege. Genauso mache ich es eigentlich auch. Ich bin auch sehr ähnlich wie dieser Fischer. So, ich sitze halt auch sehr viel entspannt rum, bin dabei aber dennoch, also für meine eigenen Verhältnisse, extrem produktiv. Viel produktiver als früher, wo ich gearbeitet habe, respektive irgendwelche Dinge als meinen Job angesehen habe, dann irgendeine Erwartungshaltung da reingekommen ist, alle möglichen Sachen wichtig waren und das hat sich halt eben für Leo mittlerweile auch extrem geändert. So, das gehört zu diesem Urlaubsfeeling dazu. Ne, der Urlauber, das Urlaub ist für mich auch wieder ein neues Mantra einfach nur, wie Bauchi das auch war. Es dient letztendlich nichts weiterem, warum ich es nutze, für mich, ist es nichts weiter, als die ganze Zeit mir einfach wieder klar zu machen, Typ, du bist im Urlaub. Also entspann dich. Lass dir keinen Stress machen. Lass es gar nicht zu. Das ist die Einstellung, die ich mittlerweile halt überall hin mitnehme, Urlaub oder nicht Urlaub. Ich gehe einfach alles an wie im Urlaub. So, und das haben halt andere Leute mittlerweile halt auch bestätigt, die Idee halt einfach auch so gut fanden, dass sie es einfach mal ausprobiert haben und tatsächlich gemerkt haben, dass ihr Leben seitdem auch auf der Arbeit gänzlich anders verläuft, weil sie selber sich einfach das Recht genommen haben zu sagen, Leute, ey, wir sind hier alle aus irgendwelchen Gründen. Und wir können auch alles machen. Das ist auch das, wie ich es immer sage. Ey, wir können alles machen. Aber bitte langsam, hörsch, chillig, kein Druck, lass alles zu seiner Zeit. Ne? Wie im Urlaub eben. So, es mag im ersten Moment erstmal so aussehen, als würde dann nichts passieren, als würde nichts funktionieren. Man lässt aber dadurch einen viel flüssigeren Flow aufkommen, der tatsächlich am Ende bewirkt hat, dass man in der gleichen Zeit viel effektiver seine Zeit verbracht hat. Weil man da überhaupt erstmal auch die Möglichkeit bekommt, Sachen sich einfach mal ergeben zu lassen. Das Problem in unserer Gesellschaft ist eigentlich, dass den Leuten immer so wahnsinnig viele Sachen wahnsinnig wichtig sind. Na, wir kriegen das hervorgelebt. Politik ist wichtig, Wirtschaft ist wichtig, Sport ist wichtig, der ganze Blödsinn, der uns die Medien quasi als Denkanstöße geben, sind wichtig. Wenn man sich da nicht auskennt, hat man eine Bildungslücke oder ist tatsächlich sogar dumm, wenn man sich nicht mit unterhalten kann. So, und
Ich empfinde es für noch viel dümmer, wenn man nicht in der Lage ist, sein Leben selber zu leben und eigenständig zu sein. Ja, wir sind ja heute mit Problemen belastet, die wir eigentlich gar nicht, sowieso nicht verändern können. Also wir sind ja mit globalen Ereignissen konfrontiert und sagen, der Planet, Klimaerwärmung, wissen wir, ist das natürlich ein Schwindel und Angstmacher auch. Aber wir sind eben mit 1000 kleinen Ängsten konfrontiert, die uns das Urlaub machen, das Entspannen, also jetzt einfach zu sein im Hier und Wann, im Hier und Jetzt, sehr schwer macht. Also ja, mir geht's ja auch so, weil dauernd denkt man, oh, da ist was im Argen. Aber da ist du was drückst im es schon richtig aus. Es ist schwer. Zumindest sieht es am Anfang oder so fühlt aus. Sich, es fühlt sich am Anfang schwer an. Es ist aber, es ist vor allen Dingen aber nicht unmöglich. Hm. Das ist schon mal definitiv, also es ist nicht unmöglich für niemanden, wenn man es macht, ist es natürlich so, dass man am Anfang immer erstmal Startprobleme hat. Mhm. Fahrradfahren ist auch schwer für den, der es nicht kann. Beim Fahrradfahren ist das ein bisschen leichter, da sieht man ganz viele Leute, die da fahren und sagen, ja, das kriege ich doch auch hin. Wenn nicht so viel, wenn jetzt so viele Leute schon tatsächlich mit dem Bewusstsein Urlaub machen würden, wirklich für immer, wäre das für die anderen auch viel leichter, dann zu sehen, ja, wenn die das hinkriegen, dann kriege ich das auch hin. Und dann ist das nun mal eben so, wenn man irgendetwas lernt, fängt das immer damit an, dass das am Anfang erstmal ein bisschen nicht so flüssig von der Hand geht. Wenn ich dann anfange, Fahrrad zu fahren, dann gehe ich das Risiko ein, am Anfang auch mich einfach mal ein paar Mal auf die Schnauze zu legen. Mhm. Und dann ist dann eben die Frage, ob ich mich danach dann wieder draufsetze oder nicht. In den normalen Fällen geht das so, dass du dich dann halt einfach wieder draufsetzt und die Stürze mit der Zeit immer weniger werden. Mhm. Du fährst auch vielleicht am Anfang noch nicht so viel Fahrrad. Ne, wenn du es dann irgendwann drauf hast, kannst du das Ding nutzen, um damit zur Arbeit zu fahren oder so. Ne, da sind am Anfang sind das ja immer erstmal Kleinigkeiten. Und so lernt man halt eben durch Erfahrungen. Wenn man sich aber vorher schon sagt, das kann ich nicht, das ist zu schwer, wird man nie da an den Punkt kommen, wo man sagt, ja, eigentlich ist es überhaupt nicht so schwer. Wie gesagt, wenn ich jetzt einen Tischtennis-Profi angucke, und da würde ich wahrscheinlich dann auch eher sagen, so, Tennis brauchst gar nicht mit anfangen, nicht ne? Erst, ja, ne? Hast keine aber Chance, ne? Er hat ja auch mal irgendwann angefangen, das erste Mal einen Schläger in der Hand gehabt. Und da hat er bestimmt noch nicht diese super toll platzierten Schmetterbälle auf die Platte gelegt, wie das dann halt man mit entsprechend Übungen dann halt kann. Und das ist das Coole bei dieser Urlaubsgeschichte. Man braucht nichts weiter. Man braucht nichts zu kaufen. Man braucht keine Utensilien. Alles, was man dazu benötigt, hat man da. Hat man in seinem Kopf. Es ist wie gesagt nur eine Einstellung, es ist eine Herangehensweise, eine Sichtweise der Dinge. Also die Dinge im Außen kannst du ja eh nicht ändern, du kannst nur deine Reaktion darauf, die kannst du ändern, die kannst du beeinflussen. Ich meine, letztendlich, wenn man ein bisschen besser wird, kommt man tatsächlich an Punkte, wo man auch das Außen ganz gut beeinflussen kann. Aber es fängt erstmal an, dass du dich selber verändern. Das muss auf Augenhöhe passieren. Mhm. Dazu muss man selber überhaupt erstmal irgendwie in sich selber das nämlich ändern, dass man aus dieser gebeugten Haltung rauskommt, in der in unserer Gesellschaft quasi jeder reingedrängt ist. Das ist quasi das, was den Homo sapiens auszeichnet. Eine aufrechte Gangart, aber eine gebeugte Haltung. Ja. Und das, wohin wir uns alle im Moment immer merklicher hinentwickeln, ist ein freier Mensch, der sich vom Homo sapiens tatsächlich darin unterscheidet, dass er zu der aufrechten Gangart auch eine aufrechte Haltung eingenommen hat. Und da kommen wir auf die Augenhöhe. Mhm. Das heißt, die aufrechte Haltung bekommen wir, wenn wir erkennen, anerkennen und uns sehen, dass eigentlich alles gleichgültig ist, gleichermaßen gültig, dass alles gleich viel wert ist, gleich wichtig. Wenn wir das nicht machen, wenn wir gewissen Dingen eine höhere Wichtigkeit geben und andere unwichtiger werden lassen, dann haben wir die Situationen auch nicht auf Augenhöhe im Blick. Mhm. Und dann passiert sehr leicht, dass also ne, etwas sehr Wichtiges, was für uns sehr ausschlaggebend ist, welchen Weg wir gehen, jeder, das ist unser Interesse. Und das Interesse ist nun mal einfach ein Werkzeug, was das halt zu diesem Leben in dieser Inkarnation mit dazugehört, das dir deinen Weg zeigt. Entweder folgst du dem oder nicht. Wenn du dem nicht folgst, dann musst du dich nicht wundern, wenn deinen Interessen nicht nachgekommen wird, weil wenn du es nicht tust, tust keiner. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit anderen Leuten Interessen hinterherlaufe, weil ich das machen muss, weil ich brauche ja die Kohle, weil ich denke, ohne geht nichts, dann komme ich nie dahin. Das heißt, scheiß mal auf die Kohle und den ganzen anderen Kram, den die gerne machen würden. Wie gesagt, unser Planet sieht so aus, wie er im Moment aussieht, weil wir alle das gemacht haben, weil wir permanent das tun, was wir tun sollen. Mhm. Keiner geht aus
Hobbygründen irgendwie geht sagen, ey, ich mache jetzt 3 Wochen Urlaub im Regenwald und gehe Bäume abfällen oder so. Mhm. Das machen die Leute gegen Geld. Ja. Die, ne, auch nur deswegen oder diese ganzen, keine Ahnung, dieser ganze Wahn da draußen. Das ist, weil wir gehorchen. Das ist, weil unser Chef sagt, tu das. Ja. Und wenn wir es nicht tun, kriegen wir keine Kohle. Und dann denken wir hätten riesenfette Probleme, weil wir nicht ob der Möglichkeit wissen, dass man eigentlich Waren auch ganz anders anders verteilen kann, ne? Das Geldsystem ist eine Warenumverteilungsmöglichkeit. Da richtet sich halt eben der ganze Warenfluss immer nach dem Geld. Aber da wird ja auch immer Geld rausgezogen, allein von durch Zinsen und Steuern das und was weiß ich. Kommt zusätzlich das heißt, erschwerend. Dadurch ist immer ein Mangel vorhanden, den genau. Du quasi erschaffen und hast. Vor allen Dingen da, wo das Geld nicht verfügbar ist, das quasi als Grenze, als Lösung gesetzt ist. Also ne, du kannst das auslösen. Das ist eigentlich immer Lösegeld, was wir bezahlen. Das ist eine riesengroße Erpressung. Ja. Das ganze Ding. Ja. Dann ist das natürlich dann das Problem, und das ist, sehe ich halt auch das Problem bei Freigeldsystemen, ne, wo dann immer noch das Problem besteht, dass es eventuell mal passieren kann, dass du an irgendetwas dran müsstest, um weiterzukommen, dass du irgendetwas gut gebrauchen kannst, dass es ein sinniges Werkzeug für dich wäre. Mhm. Und du kommst nicht dran, weil die Summe, die du dafür geben müsstest, quasi das Pensum an Geld übersteigt, was du hast, was du gerade zur Verfügung hast. Und dann kommst du schon wieder in das Problem, dass du auf jeden Fall erstmal Schulden machen musst. Und ob die zinsfrei sind oder nicht, aber mit Schulden fühlt sich keiner gut. Mhm. Und das ist immer irgendwo so ein und dann fängst du dann doch an zu über, ja, mache ich das oder mache ich es nicht? Und letztendlich lässt sich doch wieder daran hindern, an das Ding ranzukommen. Vor allen Dingen, weil das ja dann immer noch eine Situation ist, die relativ häufig vorkommen wird. Ja. Wenn man jetzt also das Geld mal, also nicht Freigeld, sondern geldfrei das System mal macht, dann ist das dieses Leitmittel, dieser Wegweiser, der sagt, da geht es nicht, das Geld eben einfach mal ganz außen vor gehalten wird, dann hast du die Möglichkeit, einfach all das, was du um dich herum hast, inklusive deiner Fähigkeiten und deiner Erfahrungen und deines Wissens, die für andere Leute mitunter auch extrem hilfreich sein können, kannst dich quasi mit all dem, was in dir drin ist und was du nutzen kannst, dich deinem Umfeld dienlich machen. So. Glaubst du dann, dass es da auch gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, also was du gibst oder du gibst was und dann kommt automatisch eigentlich immer wieder ein das oder sind, was zurück? Also ich weiß nicht, ob es da Gesetzmäßigkeiten gibt, aber ich kann halt aus eigener Erfahrung, wie gesagt, ist sowieso immer, ne? Ich bin kein Experte in gar nichts, aber ich beobachte seit 5 Jahren sehr genau, was in meinem Leben passiert. Und nur davon kann ich erzählen. Also ich erzähle immer wirklich nur aus meiner Wahrnehmungskugel heraus, das kann keiner anders. Ich kann niemandem erzählen, wie es in deiner Wahrnehmungskugel aussieht. Das kannst immer nur du. Mhm. Ich kann bestenfalls weitergeben, was innerhalb meiner Wahrnehmungskugel, wo du reingetreten bist, mir irgendwas etwas erzählt hast, es dann weitergeben. Ja. Aber das muss den Menschen langsam mal bewusst werden, dass wir alle letztendlich nur jeder in seiner eigenen Wahrnehmungskugel lebt. Und überhaupt nicht wissen kann, was in dem anderen vorgeht. Das heißt, jede Kommunikation, jeder Austausch ist letztendlich de facto einfach nur, ich erzähle, wie es aus meiner Sicht aussieht. Wenn die Leute das alle mal so annehmen würden, dann hätte Streit keine Existenzberechtigung mehr. Also der würde einfach nicht mehr stattfinden. Die ganze Rechthaberei, die ganze Diskutiererei, sondern es würde auf einmal ein Austausch da. Wir würden auf einmal unsere Worte benutzen, nicht um uns gegenseitig an den Karren zu pissen und uns fertig zu machen, sondern um uns auszutauschen und jeder dabei weiterzukommen. Das zählt genauso mit dazu. Dann bekommst du wirklich, wenn du gibst, ohne Erwartung einer Gegenleistung, dann steht ja auf einmal ganz, also ich kann das halt aus meiner Perspektive dann jetzt eben genau so erzählen, dass ich halt sage, ich gebe alles, was ich kann, ohne Erwartung einer Gegenleistung. Mhm. Das, was mir keinen Spaß macht, mache ich sowieso nicht. Mhm. Das heißt, das, was ich mache, dient vor allen Dingen erstmal immer mir. Mhm. Ich steche keine Tätowierungen zum Beispiel, wo ich selber sage, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Lass ich sein, dann ist mir kackegal, ob mir da einer für ein Tattoo
was im Laden 100 Euro kosten würde, meinetwegen 1000 Euro dahinlegen würde, wenn ich sage, ich habe keine Lust, das zu stechen. Dann steche ich das nicht. Das ist Energieumwandlung. Das ist ja, die Tinte ist ja nicht einfach nur Tinte. Das ist ja, es hat ja jede Tätowierung hat ja, das ist ja ein Energieaustausch. Und wenn ich es halt eben mit Unlust mache, dann ist das mit manifestiert im Körper. Das wird kein gutes Tattoo, A vom Aussehen, B von der Zufriedenheit des Kunden her. Aber so haben wir das ja heute alle, dass wir Dinge machen, zu denen wir eigentlich keine Lust haben. Und deswegen ist die Energie eigentlich auch in allen drin, dass wir sagen, eigentlich hat das keine Energie, weil diejenigen, die das in China irgendwo zusammengeklöppelt haben, die hatten auch keine Lust dazu. Ja, genau. Warum ist das so? Das wird, aber es wird ja so Stückchen, gerade durch solche Gespräche jetzt, und es findet ja gerade im Moment alles statt. Ja. Immer mehr Leute sehen solche Gespräche dann auch, finden sie sinnig, posten sie einfach mal weiter. Es geht gar nicht darum, irgendwas, was man jetzt hier gesehen hat in diesem Gespräch oder gehört, gut findet oder nicht. Das ist wieder, dann ist es wieder diese Wertung. Ja. Einfach sagen, kann ich das brauchen? Ja. Kann ich dem irgendwas abgewinnen? Kann ich das in mein Leben einbauen? Wenn ja, poste mal einfach weiter, dann ist eventuell vielleicht noch jemand anders da, der das brauchen kann. Wenn nicht, wunderbar, kein Thema, einfach links liegen lassen und für die lassen, die sich halt was nehmen können. Auch das hier ist wieder quasi ein Produkt in einem Regal vom Supermarkt, wo du auch nicht da in den Supermarkt gehst, dir das rausnimmst, was du brauchst und jeden anderen zusammenscheißt, was für ein dummes Blöd, was für ein dummer Blödmann ist, weil er jetzt dieses Produkt kauft, was du nicht brauchst. Das wäre ja total blöd, aber komischerweise in unserer Kommunikation ist das immer so. Da gehen die Leute dann ganz anders damit um. Dann nehmen die sich nicht einfach nur das, was sie nutzen können und lassen alles andere einfach kommentarlos stehen, sondern zerrupfen alles. Ja, ja. Warum, wir benehmen uns wie die Vandalen. Warum, denn, ja, genau, ne? Eben, das warum ist, hast du deine Haare so und warum ja, so? Genau. Wie siehst du denn die Zeit im Moment? Ich denke, wir leben ja in ziemlich spannenden Zeiten, wo eben auch dieses, das, was du machst, oder einfach sich damit befassen, ja, was das Leben ist und wie man es wahrnehmen kann. Dass, ich habe den Eindruck, es sind immer mehr Menschen, die diese Fragen stellen, weil sie einfach merken, das System, was wir uns erschaffen haben, das funktioniert irgendwo nicht mehr. Es bricht ja auch zusammen mit dem. Es ist ja überall auch der Bedarf da. Es ist ja, ne, das Interesse an Alternativen kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Ne, wäre alles in Ordnung, wird sich keine Sau für Alternativen interessieren. Und de facto sind wir weitaus mehr, als wir das ansatzweise gerade irgendwie überblicken können. Wir sind nicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, wir sind Millionen von Menschen, die ein wirklich starkes Interesse mittlerweile auch nicht nur haben, sondern auch zeigen, wirklich mal was zu verändern. So, und da gibt's halt eben immer, ne, wir sind früher sind wir immer auf Demos gefahren und dann haben wir unseren Unmut zum Ausdruck gebracht und waren gegen das und gegen das. Dann haben wir schon mal wieder gelernt, ja, diese ganze Gegendemonstriererei, die bringt überhaupt nichts. Ja. Wenn, dann sollten wir für etwas demonstrieren. Mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist aber auch blöd, jetzt da irgendwie für irgendwas zu demonstrieren einen Tag und am nächsten Tag wieder zurückzufallen in die alte Scheiße, die wir eigentlich überhaupt nicht wollen, und die trotzdem weiterzumachen. Mhm. Viel, viel besser ist, die alte Scheiße mal sein zu lassen und nicht von einem Tag auf den anderen. Sondern da kann man sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen, dass man einfach anfängt, sein Leben ein wenig umzupolen, mit Kleinigkeiten anfangen. Da wird man sehen, dass das nicht lange dauert, bis man schon merklich was verändert hat in seinem Leben. Und dann geht man den Weg einfach weiter und richtet sich sein eigenes System ein und lebt nicht mehr das System, was vorgegeben ist. Dann kommst du schon mal wieder ganz an, also wie gesagt, Verhaltenssystem, Verhaltensstrickmuster, ne? Und dann, wie war nochmal die Frage? Egal, die Zeit. Siehst du irgendwo auch so mit 2012 auch, dass wir da eigentlich ja, in eine Entwicklung gehen, wo sich das alles beschleunigt und also einfach dann was Neues kommt? Aus meiner Wahrnehmungskugel heraus ist das halt eben so, dass einfach dieses Jahr 2012 Phänomen irgendwie ja existent ist. Es liegt alles noch irgendwie vor uns. Wir wissen alle noch nicht genau, was passieren wird. Aber da wir ja mittlerweile begriffen haben, dass unsere Gedanken unsere Realität formen, sprich global auf diesem Planeten, jetzt auch nur auf die Globalität dieses Planeten diesmal bezogen, was ich normalerweise rede, ich von was anderem, wenn ich von Globalität oder Globalisierung rede, dann ist das schon so, dass dieses 2012, den uns tatsächlich unheimliche Möglichkeiten bietet. Also ich gehe da so mit um. Ich
treffe nicht die geringste Aussage darüber, was 2012 sein wird. Mhm. Aber ich habe im Internet schon mal das Global Family Christmas 2012 für den 24.12.2012 angesetzt. Mhm. Da braucht man es auch gar nicht mehr zu überlegen, wann, an welchem Datum tatsächlich irgendwie jetzt Boom macht oder so. Wir können es selber machen. Mhm. Wenn wir die Idee einfach nur gut finden und irgendwann wirklich mal Frieden haben wollen, was wir uns dann wirklich wie ein großes Familienfest vorstellen können, weil wir dann alle wie unsere eigenen Familienmitglieder behandeln. Nichts weiter ist nötig, einfach alle zu behandeln wie Familienmitglieder. Mhm. Wir können das, wir kennen das Verhalten, das nötig wäre, um friedlich zu leben. Wir kennen es aus unseren Familien. Wobei da auch natürlich mit Bedacht wieder zu sagen ist, die heutigen Familien haben es echt knüppeldick drauf gekriegt, da ist auch nicht mehr. Aber wenn man so, ne, im Freundeskreis, jeder kennt das irgendwo. Also es gibt keinen, der jeden wie ein Arschloch behandelt. Mhm. So, das ist halt eben so das Ding, wo ich genau weiß, wir sind alle dazu in der Lage, uns frei zu bewegen. Also frei ist immer so frei, frei, frei von Leid, frei von Sorgen, frei von irgendwelchen blöden Vorgaben anderer. Du hast ja mal schön erzählt, das fand ich schön, so in der Fußgängerzone, die Leute, ja, die da finden, ist das Beispiel, finden genau. ihre Dinge alle ja. und es braucht nicht alles geregelt ja, sein. Genau. Da steht kein Polizist und ja. kein Treiber, der sagt, du musst da lang gehen, sondern jeder. Stell dir vor, jeder, du würdest in der Fußgängerzone ja. gehen und alle paar, jede Sekunde wird so ein Ton kommen und du hättest Punkte in Linien mhm. und du dürftest quasi dich nur noch so bewegen, alles einheitlich, Schritt für Schritt, von dem nächsten auf den nächsten Punkt. Ja. Und dann, wenn du dann jetzt halt zum H&M willst, dann da abbiegen. Ja. Das ist auch zum Glück noch nicht so, aber jetzt stell dir vor, ja. es wäre so, dann siehst du aber auf jeden Fall mal gerade den Unterschied, dass wir nämlich tatsächlich in der Lage sind, uns frei zu bewegen, mhm. ohne dass es dabei permanent zu Zusammenstößen oder Unfrieden kommt. Die Fußgängerzone ist der beste Beweis dafür, dass wir in der Lage sind, uns so zu verhalten. Eigentlich ist es ja Anarchie, ne? Eigentlich ist es Anarchie, aber es funktioniert, ne? Wahnsinn. Oder? Das ist absolute Chaos ja, ja. in der Fußgängerzone, ja, ja. weil es eben keine strukturierten Ordnungen folgt, aber es passiert nichts, keiner empfindet es als Leiden. Also die ganze Natur da draußen ist quasi anarchisch aufgebaut, ja. nämlich ohne Hierarchie. Und sie funktioniert, genau. Aber sie funktioniert. Kein Tier da draußen beschwert sich, bis auf die mit Menschen zu tun haben. Ja. Ne? Also weil wir sehen einfach. Wir lernen ja noch. Wir lernen. Und du hast 2012, also es wird nicht einen Bumm geben und einen Puff, sondern was? Das Frage, wissen wir eben nicht, was passiert. Kann, ne? Also für mich ist das, ich gehe halt nicht darum, ich gehe halt, also für mich steht einfach fest, ich werde am 24.12.2012 ein Weihnachtsfest wahrnehmen in meiner Wahrnehmungskugel. Das ist ja das Ding. Es kommt immer auf, wie nehme ich es wahr? Seit ich damals den Weltfrieden ausgerufen habe, oder Bauchi war das ja noch, scheiße, ja. Ist das auf jeden Fall so, dass, also ich lebe ja, ich habe es ja für mich auch angenommen, viele andere Leute auch, wir leben im Weltfrieden. Mhm. Die anderen, die da die ganze Zeit sagen, die haben es einfach nur noch nicht für sich angenommen. Die haben noch nicht von der Möglichkeit irgendwie Notiz genommen, dass sie es einfach annehmen können. Das muss gar nicht erst durch alle Medien. Es wird erst durch alle Medien gehen, wenn viele Leute von sich selbst aus einfach sagen, okay, ich möchte jetzt ab jetzt auch einfach friedlich umgehen mit allem. Im Grunde hat es ja auch nur mit der Wahrnehmung, wie du sagst, zu tun. Also wenn ich jetzt jeden Tag den Fernseher einschalte und die Nachrichten gucke, dann denke ich, oh Gott, es ist ja überall Krieg und da ist das wieder. Genau. Und da bahnt sich das an und gehen und ist das. Ist ja fast schön. Ne? Aber wenn ich gucke, was in meinem Leben jetzt, hier und jetzt ist, dann ist es, ja mein Gott, es ist doch, die Nachbarn sind nett und die grüßen, der Friedfrieder grüßt, das sind eigentlich nette Leute, ne, mit denen ich real zu tun habe, das ist eigentlich überhaupt nichts Dramatisches drin, da ist auch kein Mord und Totschlag, da ist auch kein Krieg. Das ist ja, wo dann die NWO, also ich bezeichne mich ja selber mittlerweile als NWO, ne? Also A, bin ich die NWO, ich kenne keine Gegner mehr, ich bin eins mit allem. Mhm. Ich hab's einfach nicht mehr, ich nehme keine Trennung mehr wahr. Da hat mir die Trennung von meiner Frau sehr beigeholfen, die gar keine Trennung war, sondern einfach nur ein Lösen voneinander. Und seitdem sind wir zwar räumlich voneinander getrennt, aber hier hat sich nichts geändert. Wir sind immer noch auf der gleichen Welle, reden genauso miteinander, sind genauso füreinander da. So dass ich sie nicht verlieren konnte. Darüber habe ich dann aber den Weg dahin gefunden, tatsächlich mit allem eins zu werden. Und das war halt meine letzte Bindung, war nicht die zu meiner Frau, die ich noch lösen musste. Und das kam dann halt ein paar Monate später raus. Das war die zu meinem falschen Ego. Mhm. Das musste ich loslassen. Und das war noch irgendwie mit Bauchi verstrickt, mit der Person so. Und den habe ich dann halt einfach mal mit 180 Sachen gegen die Wand fahren lassen. Weil ich merkte, ey, ich leide selber drunter. Mhm. Ich leide unter den Resten meines Egos.
Und das war nur noch Ego Reste, ist ja auch das, was dauernd denkt, ja, es muss irgendwas tun, egal ob es... Richtig. Und dann mit diesen ganzen globalen Problemen das kann man Ego lässt alles Mögliche wichtig werden. Ja. Das, dieses falsche Ego. Also da ist es auch wieder noch so eine sehr interessante Sache. Und wie die Leute mich wahrnehmen, ja, und was der Nachbar denkt. Also es gibt so, halt, es gibt mit dem Ego, das ist ja so eine sehr interessante Sache. Da, also ich kann wieder nur aus meinen Beobachtungen heraus, was ich beobachtet habe, ist, dass letztendlich in dieser Gesellschaft jeder irgendwie latent schizophren ist. Mhm. Weil du nicht nur deine eigene Persönlichkeit in dir trägst, sondern halt eben auch dieses falsche Ego, das, was von außen gesteuert ist. Das richtige, wahre Ego, das ist das Teilchen Gott, die Seele, die Splitterfraktion, die in dir drin ist und aus dir heraus agiert. Das ist das wahre, richtige, göttliche Ego. Das sollte man auf den Steuersitz für diesen Körper-Geist-Komplex setzen und selber definieren, wie der sich zu verhalten hat. Also tue ich das nicht, setz mich daneben und lass das falsche, das fremdgesteuerte Ego, das die ganze Zeit eben wichtig, dass die nach den Maßstäben anderer agiert und dann dementsprechend auch mein Verhalten den Maßstäben anderer anpasst, dann wird es mir nicht gut gehen. Dann leide ich, logischerweise. Mhm. Das heißt, dafür gibt es dann dieses Nuera-Spiel. Ne, das wollen wir jetzt halt auch nochmal. Ich glaube, wir arbeiten dran, das in First Life umzuarbeiten. Das ist einfach passt. Ne? Wie gesagt, das ist eine Rohfassung. Da kann man halt noch was draus machen. Aber um den Leuten, deswegen finde ich den Film Avatar so cool im Moment, weil toll, es eine geile Möglichkeit ist, den Leuten zu sagen, jetzt stellt euch mal vor, dieser Raum, dieses Steuermodul, wo der Mensch sich reinlegt und mit per Gedankenkraft, so, dieses Ding ist irgendwo auch in euch drin. Mhm. Und du steuerst diesen Avatar durch die Gegend. Und zwar genauso wie der. Und dir kann eigentlich gar nichts passieren, weil richtig, wenn der Avatar zerstört, wenn der Körper zerstört wird, ist eigentlich kein Drama. Ne? Ja. So, dafür danke ich James Cameron allein für diesen Film. Einfach um das den Leuten aber auch sagen diese wunderschöne Welt und wie sie zerstört wird durch Gier, das ist dann natürlich auch toll. Das also, ist auch wieder was anderes. Für mich war das eben sehr wichtig, weil ich mich eben darauf beziehe, halt die Eigensteuerung zu übernehmen, selber sich darüber bewusst zu werden, dass dieses Ding hier, dieser Automat, diese Schnittstelle zwischen Seele und materieller Welt meinen Vorgaben folgt. Und wenn ich das eben abtrete, wenn ich das abdelegiere, wenn ich das falsche Ego, diese Fremdsteuerung auf den Sitz lasse, der das Ding steuert, also auf den Pilotenstuhl, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das die ganze Zeit irgendwie meinen Körper Dinge tun lässt und meinen Geist, die mir nicht dienlich sind. Ja. So, und das, wie gesagt, da sind wir alle so ein bisschen schizophren. Man kann das aber rausbekommen, indem man ganz rigoros sagt, Moment, ich folge meinem Inneren. Bauchi ist halt ein gutes Mantra dafür. Wenn man sich selber als einen Bauchmenschen definiert, wird es immer leichter, seinem Bauch zu folgen. Und dann der Urlauber noch dazu, Bauchi auf der Urlaub wäre natürlich auch noch super. So, ne? Genau, das ist also, ne, wie gesagt, ich nenn mich halt jetzt nicht mehr Bauch, ich bin natürlich immer noch einer. Ne? Das ist halt so, das werde ich auch mein ganzes Leben bestimmt nicht, das ist quasi meine Religion. Also, oder mein Religionsersatz, das hat halt nichts Religiöses, aber es sind halt meine eigenen Glaubenssätze, ich habe meine eigene Vorstellung von einem Herrn, dem ich folge. Und das Coole ist, der ist nicht gegen mich oder irgendetwas anderes als ich, sondern mein Gott ist nichts von mir getrenntes, sondern bin ich mit allem, was mich umfasst und was ich wahrnehmen kann. Ja. Genau, und dann wird das Leben eben auch ganz anders. Dann brauchst du keine Angst mehr haben, dass dein Avatar irgendwo zerstört wird oder angeknabbert wird. Das ist einfach nur, ich meine, ich freue mich, wie gesagt, auch von meinem Körper habe ich mich bereits verabschiedet, als ich mich meinem Tod angefreundet habe. Da haben wir eben noch drüber gesprochen. Das du hast halt noch nicht genau erzählt, was da wirklich passiert ist. Ist das wirklich, du sagst, an die Wand gefahren, war das für nee, so habe ich mich nur gefühlt. Ich habe das irgendwann ins Forum, ich habe dann bei Nuera hatte ich dann mein Profil gelöscht, aus ganz bestimmten Gründen, weil ich wusste, hier ist gerade was ganz Einschneidendes passiert. Ab hier ist jetzt nicht mehr alles so, wie vorher war. Mit der Erkenntnis war ich nicht mehr der ich vorher war. Und ich wollte das für mich selber ganz einen Schnitt machen. Und da war die Unity für mich halt eine sehr gute Möglichkeit, einen Schritt zu tun, der, sagen wir mal, entsprechend gravierend war, dass ich es wirklich als solches wahrnehmen konnte. Da ist was passiert. So, ne? Die Reaktionen in der Unity gehörten dann letztendlich mit dazu. Also das Schlimmste war, ich habe geschrieben, Bauchi ist tot. Und meine Frau hat das gelesen.
Und erstmal den Text noch gar nicht, hatte nur überflogen, aber nicht wirklich verstanden, was ich da geschrieben hatte. Wusste nicht, wer Leo Urlauber war und so, ne? Und hat mich dann halt irgendwann versucht anzurufen, war auch noch das Handy dann irgendwie aus und so. Oh Gott, oh, Panik, schlimm. Ja. So, das war natürlich, das wollte ich überhaupt nicht erreichen, dass da irgendwie, ich habe in dem Moment natürlich halt auch nicht großartig nachgedacht. Wie gesagt, ich denke immer nach. Das heißt, in den Momenten, wo ich irgendwas tue, denke ich nicht. Da folge ich meinem Bauch. Wenn das gibt mir dadurch kann ich aber Erfahrungen sammeln, die ich aber im Moment erstmal überhaupt gar nicht sofort als gut oder schlecht definiere. Das heißt, die Möglichkeit zu leiden ist gar nicht da. Hat den anderen aber auch die Gelegenheit gegeben, zu überlegen, was passiert jetzt, wenn Bauchi tatsächlich tot ist, sich damit zu befassen, mit dem Tod zu befassen. Ja. Und war eben auch eine Möglichkeit. Lass uns noch ganz kurz über wir sprechen. Ja. Nicht wir beide, sondern ich bin auch dabei, du bist dabei. Wir, was ist wir? Ja, wir ist im Prinzip eine schöne Organisation, die quasi genau das Gleiche macht wie das, wofür Nuera eigentlich mal also immer noch eigentlich gedacht ist. Ich habe ja irgendwann mal rausgefunden, dass es eigentlich schon sehr viele Leute gibt, die auf dem richtigen Weg sind und die sich schon gar schon in Grüppchen zusammengetan haben. Das heißt, es bestanden Netzwerke. Ja. Und ich habe mir gedacht, so das Problem ist, dass die alle als kleine Netzwerke einfach nichts erreichen. Vor allen Dingen nicht eine Masse zeigen können. Wenn wir uns also jetzt quasi alle unter einem Logo, die ganzen Netzwerke, die dann auch als solche bestehen bleiben, aber sie einfach nur quasi jetzt wie jetzt alle Schreinerbetriebe quasi unter einem Dachverband der Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer irgendwie dann vernetzt, vereint sind, ein Interesse vertreten und so, habe ich halt eben gedacht, ich mache mal das Nuera-Logo und stelle dieses ganze Projekt ins Netz, um diese Vernetzung, diese Netzwerkvernetzung zu machen. So, das haben halt viele Leute dann sich schwer mitgetan, weil der Bauchi dann halt eben viel zu sehr im Rampenlicht stand und er sah halt nach Sekte und Hasse nicht gesehen aus. Und wie gesagt, für mich ist nicht wichtig, dass das alles von mir kommt, es ist wichtig, dass das passiert. Und deswegen bin ich, haben die wir Leute mir natürlich, wir haben so offene Türen bei mir eingerannt. Und ich habe gesagt, ja klar, bin ich sofort dabei. Das ist mir jetzt letztendlich egal, ob wir das unter wir machen oder unter Nuera oder wir sind jetzt noch drauf gekommen, wir haben jetzt diese Aktion ins Leben gerufen, Zeig Herz. Und haben gesagt, das sollte das Logo sein, unter dem wir uns alle versammeln. Da kommt keiner mit, ja, das hat der Bauchi gemacht, das Logo, das will ich nicht, das Herz ist da. Ne, es geht darum, Herz zu zeigen. Und letztendlich den Leuten auch, wie in der Werbung, du hörst einen bestimmten Song, hast ein bestimmtes Produkt im Kopf und wir würden es sehr gerne sehen, wenn wir das irgendwie so ein bisschen hinbekämen, dass, wenn die Leute ein Herz sehen, sie an diese Netzwerkvernetzung denken und an einen Weltfrieden. Das würde nämlich bedeuten, dass alle Herzen, die mittlerweile schon überall irgendwo rumliegen, quasi Reminder sind. Das wäre eine rein von der Marketingstrategie. Eine assoziative Verknüpfung. Ne? Aber wir, da soll ja auch ein Kongress stattfinden. Kongresse. Das ist ja ein bisschen der Orientierung AZK in der Schweiz, wo ja wirklich 1500 oder was Leute kommen, um Vorträge zu hören von Leuten, die normalerweise in den Massenmedien eben nicht zu Wort kommen oder die negativ dargestellt werden. Und das kennen wir ja. Ne? Das heißt, die Gelegenheit eben, für Außenseiter eben wirklich zum größeren Publikum zu sprechen. Ja. Was wird da also der nächste Kongress sein? Cool. In Essen irgendwo? In Essen am 27.03. und am 8.05. Regie, stimmt das? Ja, irgendwie müssen wir das noch korrigieren. Das blenden wir das mal ein. Ist auf jeden Fall auf wir-gemeinsam.de. Kann man auf jeden Fall sehen. Da ist halt, kann man sich auch dann eben anschließen, wenn man möchte. Ich freue mich unheimlich auf diese Kongresse, weil, also nicht nur, weil ich da selber halt auch als Redner eingeplant bin, sondern vor allen Dingen, weil es da sehr viele interessante Redner gibt. Absolut. Und halt eben auch nicht nur die Vorträge eine große Rolle spielen, sondern halt eben halt vor allen Dingen auch eben so unkongressmäßig so ein bisschen, vor allen Dingen dann auch der Freiraum zwischen den Vorträgen so ein bisschen gezogen werden, wo die Leute den Austausch dann halt nämlich eben. Ne? Also nicht, es muss nicht alles von oben. Ich gebe immer wieder den Rat, diskutiert nicht viel. Ja. Sagt einfach, was ihr denkt. Und ich denke, das ist einfach eine Folge des Prozesses. Also ich werde ja auch immer ruhiger. Früher dachte ich ja auch, ich muss die Leute überzeugen, kennst du das schon und das? Schlimm, und inzwischen sage ich, okay, ich kann es mal anregen, aber solange das noch durchdiskutieren,
Ich habe keine Lust mehr zu. Also ich diskutiere halt auch nicht. Diskutieren ist für mich genau, also ist für mich eine Form von Philosophieren. Und Philosophie hat für mich immer unheimlich, also Philosophie, ich habe nichts gegen Philosophie und wenn Leute philosophieren sollen, ist bitte machen. Aber es geht ja darum, dass ich möchte nicht mitmachen, weil ich halt eben festgestellt habe, dass ich durch Beobachtungen oder durchs Beobachten eben wesentlich weiterkomme als durch Philosophieren. Ja, und auch zulassen, dass der andere eine andere Ansicht hat und der wird irgendwann von selber hinkommen. Ja, du kannst ihn anregen, wenn er jetzt noch nicht auf dem bereit ist, das überhaupt zu verstehen, dann kannst du den Mund fusselig reden. Das bringt überhaupt nichts. Deswegen braucht man auch gar nicht recht haben und dem irgendwas aufzwingen, sondern einfach mal sagen, okay, das läuft sowieso. Ne? Genau. Also im Grunde die Entwicklung lässt sich ja nicht aufhalten. Ja. Ne? Egal, ob 2012 oder was auch immer. Wir sehen wir das haben ja einfach... Schon 2012. Ja. Da nur der Moment existiert, Zeit nicht existent ist, ist alles quasi jetzt schon. Wichtig ist, wie wir es wahrnehmen. Kann man sich viel mehr entspannen. Ja, wichtig ist noch nicht mal wichtig. Wir nehmen es einfach entspannter wahr. Zu dem wichtig gibt es was echt Interessantes zu sagen. Ich weiß nicht, wie Zeit noch ist. Aber ich habe jetzt keine feste Uhr, aber prima. Ich denke mal. Ja. Wichtig ist echt gefährlich. Ja. Wichtig ist immer ab von der Augenhöhe. Nicht mehr alles gleich wichtig, sondern wichtig, dann ist alles andere dadurch unwichtig. Ja. Wenn ich wichtige Absichten habe, wichtige Interessen habe, wenn irgendwelche meiner Interessen wichtiger werden als irgendwas anderes, dann ist das eine Absicht. Mhm. Das ist genau das, wovon letztendlich der Zen-Buddhismus auch abrät, Absicht zu handeln. Wir haben bei Greg Braden im Vortrag die göttliche Matrix oder im Einklang mit der göttlichen Matrix erzählt er von dem Thomas-Evangelium und was da drin steht mit diesem absichtlosen Handeln. Also das da erklärt Jesus, wie beten geht, wie man manifestiert, nämlich nicht für bitten, sondern sich quasi in das Gefühl reinhüllen, dass alles bereits so ist, wie es ist. Ja. Diesen Impuls, dafür nutzen wir unsere Vorstellung, alles sich so vorzustellen, wie es sein soll und das Ganze dann mit dem Gefühl der Dankbarkeit auszustrahlen. Mhm. Aber eben ohne Hintergedanken, sagt er noch. Und da haben natürlich, weiß ich wieder, sehr viele Leute Probleme mit, das zu verstehen und wie das geht. Das absichtslose Handeln. Ja. Der Kern des absichtslosen Handelns oder des absichtlichen Handelns liegt in der Wichtigkeit irgendwelcher Interessen. Wenn wir nicht das alles Ego, gleichgültig ne? das halten, ist ja, das ja wichtig, genau, ne? richtig. Und das ist einfach da, das ist der Antrieb des. Daraus entsteht auch das Ego eigentlich erst. Ja. Das heißt, wir können es wieder anpassen und unser Ego loswerden, wenn wir uns wieder auf Augenhöhe begeben. Aber auch das Ego, sagen wir mal, es war ja auch nötig, also um diese Erfahrung zu machen. Das heißt, es ist alles okay, wie es ist. Kein Problem, ne? ich bin froh, dass ich meins los bin. Ja. So, das hat wirklich, seitdem ich das mich davon noch getrennt habe und diese wichtigen Sachen, die für mich da auch sind, ne, wichtig ist einfach nicht mehr wichtig. Auf einmal ist von dem Ego nichts mehr da. Und da passiert auf einmal nichts Schlimmes mehr. Und wichtig, schön ist ja auch, wenn man ins Jetzt kommt. Also nicht immer in Vergangenheit und Zukunft und dann denkt, morgen muss ich ja das machen und ich muss ja die Steuern machen. Also genieße ich den Moment lieber, als jetzt. Irgendwelche Erwartungen beziehungsweise Absichten zu entwickeln. Weil das ist nämlich das Problem. Absichten, wenn du sie einmal hast, führen unweigerlich zu Erwartungen. Die führen unter Umständen zu Enttäuschungen. Die führen auf jeden Fall zu Frust. Und in den meisten Fällen führt der dann nämlich zu dem Spiel mit dem schwarzen Peter, nämlich Schuldzuweisungen. Und ab dem Punkt sind andere Leute betroffen. Und dann hat das nämlich ganze gefährliche Ausweise, weil wenn die nämlich betroffen sind, dann haben die potenzielle Möglichkeit, mir das Leben zur Hölle zu machen. Deswegen ist es im eigenen Interesse sehr, sehr hilfreich zu verstehen, warum man nichts mehr wichtiger definieren sollte als irgendwas anderes. Der Weltfrieden oder Kampf dem Terror, also ne, ich habe letztens so eine coole Schlagzeile gelesen, die Drogen gewinnen den Krieg gegen die Drogen. Und ich habe mir wirklich so gedacht, so das kannst du mit Terror genauso sagen. Der Terror gewinnt den Krieg gegen den Terror, weil der Terror, der Krieg selber Terror ist. Es kann das gar nicht manifestiert, also wenn ich mir den gehe, also ne,
wenn ich mir den Gegner aussuche, dann muss mir bewusst sein, dass ich nur mit seinen Mitteln gegen ihn kämpfen kann. Richtig. Das heißt, ich werde automatisch selber zum Terrorist, wenn ich anfange, gegen Terrorismus zu kämpfen. Es ist aber ja auch immer wieder eine Trennung. Ne? Der andere ist ja genauso ein Teil von Gott oder Schöpfung wie du, auch der Terrorist. Er ist vor allen Dingen ein Teil von mir. Das ist, das kapieren die meisten Leute nicht, dass ja alles, was ich wahrnehmen kann, also alles, was ich in meinem ganzen Leben jemals wahrgenommen habe, nichts weiter war als meine Wahrnehmung. Was soll ich denn sonst wahrnehmen? Ich kann nichts anderes wahrnehmen. Das ist dann, ich weiß sehr wohl, dass es hinter diesem Horizont sehr wohl Dinge gibt, die ich einfach noch nicht wahrgenommen habe. Es wäre dann töricht zu sagen, die gibt's nicht. Aber das ist das zum Beispiel, wie unsere Wissenschaft rangeht. Ja. Die sagen, nee, komm, also, gib es nicht. Habe ich noch nie selber, habe ich vielleicht von gehört. Da erzählt mir irgendjemand anders von seiner Wahrnehmungskugel, der das irgendwie erlebt hat. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dann gibt's das nicht. Blöd, töricht. Macht man das so? Nee, normalerweise, wenn jemand, wenn ein Reisender vorbeikommt und von der Welt da draußen erzählt, dann kriegt man eher so, ne, das ist so hier dieser Dr. Frosch, der da unten in seinem Brunnen sitzt und den Brunnen wie die Westentasche kennt. Und dann kommt irgendwann ein anderer Frosch vorbei und erzählt, ey, du musst hier mal rauskommen. Da hinten ist ein Wald, da hinten ist ein Ozean, da gibt's Wale und bla bla. Und er so, du bist total gaga. Du bist total bescheuert. Geh ganz schnell weiter. So, lass mich hier in meiner kleinen heilen Welt sitzen, die aber letztendlich einen Bruchteil der Möglichkeiten überhaupt erstmal eröffnet, die insgesamt verfügbar sind. Ja, und wir sollten eben die Möglichkeiten wieder zulassen, indem wir eben die Wichtigkeit dieser ganzen Dinge, die wir uns geschaffen haben, um uns von uns selber abzulenken, wieder zurücknehmen und sagen, jetzt, was ist jetzt? Jetzt ist kein, für mich ist jetzt nicht wichtig, was irgendwo im Irak oder Iran ist oder so, oder jetzt in Afghanistan. Jetzt ist hier, jetzt das ist wunderbar. Hier. Im Moment zählt das. Das ist, glaube ich, mal ein schönes Schlusswort. Ne? Danke, Bauchi, der Urlauber. Ist interessant, wir könnten stundenlang reden, denke ich mal, aber es ist ja auch gar nicht mehr wichtig. Ne? Aber es verändert sich sowieso. So, das ist das halt. Ich hatte auch gar keine, für mich war das einfach, ich habe mich darauf gefreut, hierher zu kommen, einfach mit dir nochmal ein bisschen Videogespräch zu machen. Genau. Aber es war nicht wichtig. Wie gesagt, wir haben es ja letzte Woche schon versucht, ne? So, wo es eigentlich. Ich habe gesagt, komm, wenn du kommst, wenn du da bist, bist du da. Genau. Dann lief da letzte Woche irgendwas dann aus dem Ruder, dann hat es nicht mehr. Das war nicht schlimm. Ich habe dann letzte Woche, ich wusste einfach, okay, dann ist halt jetzt noch nicht die Zeit, alles zu seiner Zeit. Aber das ist was, auf was man vertrauen kann. Alles kommt zu seiner Zeit. Schon deswegen ist es blöd, sich über irgendwas Gedanken zu machen. Wenn ich weiß, wenn ich einfach nur weiß, was mein Interesse ist, wenn ich mein Interesse greifen kann, wenn ich weiß, was in mir tatsächlich mein Interesse ist, dann kann ich dem folgen. Und das muss ich jeden Moment tun. Auch weil was jetzt nicht, ist. Jeden auch Moment, dem ich ihm nicht folge, ist einer, dem ich jemand anderem folge. Genau. Und es ist alles eine Gelegenheit. Was jetzt ist, was dir jetzt begegnet, ist ja etwas, was eine Gelegenheit ist, wo du interessant ist, wenn du die Gelegenheit, wenn du abgelenkt bist, dann kannst du die Gelegenheit zum Beispiel gar nicht nutzen. Ne? Und so gehen wir durch die Welt meistens, aber es ist eben interessant, sich immer wieder zu hinterfragen, wie nehme ich diese Welt wahr, mache ich mir Sorgen um die Steuern und um den Afghanistan-Krieg oder was auch immer. Oder vielleicht doch lieber erstmal einfach um mich und meine Möglichkeiten. Ja, und dann nicht mal Sorgen machen, sondern sagen, ich vertraue. Es ist eine Aufgabe für mich, für dich. Also Sorgen sollte man sich, also Sorgen im Sinn von mit negativen sollte man nicht, aber sich umeinander sorgen, das ist auch wieder so Auslegesache, ne? Also nicht mit Sorgen umeinander sorgen, sondern lieber gucken, dass man zusammen Spaß hat, ist viel besser als sich gegenseitig. Naja, wenn wir uns gegenseitig annehmen würden, so von klein auf, also es fängt ja mit den Kindern an, dass die schon von den Eltern teilweise nicht voll angenommen werden, dass sie also nicht das volle Vertrauen ins Universum bekommen, sondern schon Angst haben und klein gemacht werden und so weiter. Das ist ein großes Thema. Kannst du von klein auf. Dass und wir geben es weiter. An der Wichtigkeit, genau. Oder die Anerkennung anderer Leute ist wichtig und da baut sich das alles drauf auf. Ja. Das sind Maßstäbe anderer. Aber die Zeiten ändern sich und wir sind mittendrin. Das ist eine spannende Zeit. Danke, dass du da warst, Bauchi. Immer gern wieder. Tschüss. Wir mal gucken, welche Kamera wieder aktiv ist. Ja, du kannst auf Stopp drücken. Oh, ich denke, da war eine Menge drin, ne? Ja. Auf jeden Fall besser, als wenn wir es nicht gemacht hätten.